schönen guten Abend. Ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung überall, auch von Ihnen. Ja, der Kontext kommt immer mit. Und wenn eine Psychologin in der Kirche spricht und dann auch noch über Hass, dann ist das schon ein sehr spezieller Kontext. Aber ich habe mich herausfordern lassen. Abschied von der Opferrolle. Es geht um die Sensibilisierung der Verklammerung von Opfer und Angreifer in unserem alltäglichen Leben. Und für mich wäre es so, statt dass wir in die Opferrolle fallen oder in die Angreiferrolle oder Angreiferinnenrolle fallen, das Dritte wäre für mich, dass wir Leben gestalten. Also weder Opfer noch Angreiferin, sondern miteinander gestalten. Und ich möchte eigentlich heute Abend versuchen, Ihnen schmackhaft zu machen, sich selber zu ermächtigen, aus der Opferrolle, wenn Sie dann mal wieder in der Opferrolle sind, auszutreten. Also Leben nicht unter dem Aspekt Opfer und Angreifer oder Angreiferin verstehen, sondern also nicht unter dem Aspekt Ohnmacht, Macht, Angst, Ärger und Ärger bestimmte Aggression, sondern unter dem Aspekt Eigenwirksamkeit gestalten und damit eben das eigene Leben leben. Man könnte natürlich diesen Vortrag genauso gut auch nennen, Austritt aus der Aggressorenrolle, aus der Angreiferrolle. Das ist nur eine Anlehnung an den Buchtitel. Alltägliches Opfer, streiten, Menschen sagen, ich verliere immer. Ich bin immer die, die nachgeben muss. Du bist immer die, der dominiert. Ich zahle immer drauf. Ich kann mich nicht durchsetzen. Die anderen machen mit mir, was sie wollen. Oder aus einem anderen Bereich, an mir bleibt immer alles hängen. Und wenn man so das Gefühl hat, an mir bleibt immer alles hängen, dann sind irgendwelche Menschen, die uns das anhängen. Und wenn ich sage, an mir bleibt immer alles hängen und ich sage es mit einiger Aggression, dann heißt das, es gibt da irgendwelche Angreifer in der Welt oder Sachzwänger oder was nicht immer, die machen mich zum Opfer. Oder noch einmal anders, ich kann es doch nicht. Das Leben hat so viele Herausforderungen, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht. Alle wollen so ungeheuer viel von mir und ich kann es einfach nicht bringen. Das wäre so alltäglich Opfer und Angreifer und Angreiferin. Also wie ich, armes Opfer, wer hilft mir? Wenn wir in der Opferposition sind, dann sind wir gehandicapiert, wir sind ein Stück weit gelähmt, entwickeln aber auch ganz leicht eine Versorgungsmentalität. Die anderen sollen für einen sorgen. Und wenn Sie in einem helfenden Beruf sind, dann wissen Sie, dass Sie manchmal Menschen versuchen zu helfen und indem Sie helfen, werden Sie zum Angreifer oder zur Angreiferin. Da sagt plötzlich jemand, jetzt verlangen Sie auch noch so viel von mir oder Sie sind auch so ein fordernder Mensch. Also man wird ganz leicht zum Aggressor und dann auch gleichzeitig zum Opfer. Was kann ich denn jetzt dafür, dass dieser Mensch das so auffasst? Das Problem beim Opfer, wenn wir mit der Opferrolle identifiziert sind, und das müssen wir lang nicht immer sein, wir haben ganz andere Rollen, mit denen wir auch identifiziert sein können, aber wir wollen uns jetzt darauf heute Abend einfach mal ein bisschen kaprizieren, dann geht nichts mehr. Dann hat man sich ein Stück weit aufgegeben. Und die anderen Menschen werden dann ganz leicht zu Angreifern und Angreiferinnen. Jetzt haben Sie sich wahrscheinlich schon selber wieder ein bisschen gefragt, in welcher Situation bin ich denn eigentlich ein Opfer, wann gerate ich in die Opferrolle? Und es ist ein Unterschied, ob ich vorübergehend mal in die Opferrolle gelange oder ob ich eigentlich das Gefühl habe, ich bin immer ein Opfer und die Opferrolle generalisiert sich sehr leicht. Ich erinnere mich an einen Kollegen, der so das Gefühl hatte, die ganze Welt hat sich gegen ihn verschworen. Er hatte auch viele schwierige Aspekte in seinem Leben und dann sagt er, und jetzt hat sich auch noch der Schnee gegen mich verschworen.
Und das ist so ein Zeichen davon, dass man es, dass man generalisiert hat. Also wenn Sie sich mal überlegen, wo sind Sie Opfer? Sie können auch ein bisschen großräumiger denken. Ich denke, unser Thema hat, auch wenn ich von persönlich spreche, es hat durchaus auch einen politischen Aspekt. Wo sind wir denn Opfer? Wo fühle ich mich als Opfer? Also ich fühle mich in der Schweiz gelegentlich eine halbe Stunde lang als Opfer von Abstimmungen. Ich will das nicht länger als eine halbe Stunde sein, weil ich finde, so viel Macht gebe ich denen nicht. Aber so vorübergehend habe ich das schon und bin dann auch wehleidig wie alle Opfer. Wenn man sich dann überlegt, also Opfer, da haben Sie wahrscheinlich schon einige Ideen, auch wer Sie gelegentlich zum Opfer macht oder von wem Sie sich zum Opfer machen lassen. Wenn ich Sie aber frage, und wo sind Sie Angreifer oder Angreiferin, dann geht das wahrscheinlich viel weniger gut. Oder wenn ich noch sage, wo haben Sie so richtig Lust, den anderen mal zu quälen? Vielleicht können Sie sich das heute Abend einfach mal zugestehen. Natürlich sagt man dann, nein, nein, ich mache das nicht, ich halte das schon immer im Rahmen. Aber man darf nicht unterschätzen, wir sind ganz gern ärgerlich, aggressiv, quälend, wir dominieren ganz gern. Ich finde, es braucht recht viel Arbeit an sich selber, bis man nicht einfach sagt, so und jetzt mache ich den oder die mal zur Schnecke. Also wir müssen jetzt beide einmal sich überlegen, wir müssen uns alle überlegen, wo bin ich eigentlich Opfer, wo gerate ich in die Aggressorenrolle, in die Rolle des Angreifers, der Angreiferin. Dann kann man auch einfach ein angestecktes Opfer sein. Ich finde, dass heute so viele Menschen sich als in der Opferrolle empfinden, dass man sich ganz leicht anstecken kann, dass man dann ganz leicht sagen kann, das ist auch noch schlimm und das werden die auch noch übermachen mit uns und das werden wir nicht mehr haben und so weiter. Also das wäre dann so die Ebene, wo man auch in die Politik hineingeht. Und ich halte das für außerordentlich gefährlich, weil wir dann eben die Gestaltungsmöglichkeiten nicht mehr haben. Wir haben dann die Kreativität nicht mehr. Wir sind wütend auf andere, aber sind eigentlich erfasst von Angst und gestalten nicht. Die Problematik ist, dass man gelähmt ist, dass man ohnmächtig ist, vielleicht auch eine ohnmächtige Wut hat und dann, wir sagen in der Schweiz, man macht die Faust im Sack. Und daraus gibt es dann den Wutbürger. Und wenn ich jetzt sage Abschied von der Opferrolle, dann habe ich eine andere Vision. Ich kann mich, mein Leben und die Umstände in einem gewissen Rahmen beeinflussen. Ich habe eine existenzielle Zuversicht. Ich verstehe nicht alles als Bedrohung, sondern ich kann mich aktiv entscheiden. Die Zukunft bleibt immer auch offen, wie schwierig es auch ist. Ich habe auch ein gewisses Vertrauen in Fähigkeiten, in eigene Fähigkeiten. Wenn ich an den eigenen Fähigkeiten zweifle, was ja nur gesund ist, dann ist das, um zu problematisieren, aber nicht, um die existenzielle Zuversicht eigentlich wegzuwerfen. Das wäre für mich Abschied von der Opferrolle. Nun kann man sich natürlich fragen, was haben wir denn davon, wenn wir in der Opferrolle sitzen bleiben? Noch einmal, wir müssen nicht in der Opferrolle sitzen bleiben. Viele von uns tun das auch nicht. Aber gelegentlich hat man Lust dazu, in der Opferrolle sitzen zu bleiben. Und es ist natürlich auch so, man kann sich auch als großes Opfer verstehen. Wenn man nicht einfach nur so ein Öpferchen ist, sondern wirklich ein großes Opfer, dann gibt einem so das Gefühl von, das ist auch etwas Großes. Ich übernehme zwar nicht so viel Verantwortung für mein Leben, aber es macht etwas her, ein Opfer zu sein. Und man hat dann auch das Recht, den anderen Vorwürfe zu machen und es gibt auch eine gewisse Versorgungsmentalität. Nun, warum haben wir so schnell diese Verklammerung von Opfer und Angreifer, von Opfer und Angreiferin?
Tiefenpsychologisch gesehen gibt es ein Konzept von C.G. Jung, das ist das Konzept der Komplexe. Und das sind verinnerlichte, schwierige Beziehungserfahrungen, die emotional betont sind. Wir alle sind aufgewachsen mit erwachsenen Personen und je nachdem, wie die mit uns umgegangen sind, haben wir doch oft das Gefühl gehabt, wir sind jetzt wieder mal das Opfer der Erwachsenen. Also man hat selber eine so schöne Idee und dann sagen die Erwachsenen so nicht. Das ist noch harmlos. Aber es gibt natürlich viel schwierigere Erfahrungen, wo zum Beispiel mit konstanter Boshaftigkeit immer wieder gesagt worden ist von einer Autoritätsgestalt, das kannst du nicht, das sollst du nicht, lass die Hände davon, du solltest dich schämen und so weiter. Das sind alles Beziehungserfahrungen, wenn Sie sich das mal bildlich vorstellen, wo irgendeine große erwachsene Person auf so ein Kind einredet, so im Sinn von hör damit sofort auf, wo also sehr viel Angst vom Kind her da ist, vom Erwachsenen her durchaus Aggression, Ärger und diese Kinder werden natürlich reagieren. Es gibt eine Reaktion, wo man sich innerlich sagt, warte nur, bis ich groß bin. Und das ist dann eine Reaktion, wo man dann später im Leben immer zeigen muss, dass man groß ist. Oder die andere Variante ist, dass man sich wirklich depressiv aufgibt und das Gefühl hat, ja, ich kann nichts, ich bin wirklich ein Opfer der Umstände. Und weil wir diese Komplexepisoden, diese dysfunktionalen Beziehungsmuster erleben, die verbunden sind eben mit einem Thema, aber eben auch mit der Emotion Angst und Ärger, deshalb können diese Beziehungsmuster auch im Erwachsenenleben ganz leicht weitergehen. Also wenn Sie an Streitereien denken, die laufen praktisch immer nach diesem Muster. Weil wir haben nicht das, was Habermas sagte einmal, wir brauchen eine unverletzbare Intersubjektivität. Das würde heißen, alle sind gleich viel wert. Niemand kann gewinnen bei einem Streit, sondern man streitet so lange, bis man weiß, was man in die Verantwortung nehmen soll. Aber so laufen ja Streit nicht, sondern Streitereien sogar bei Leuten, die schon recht gut streiten können miteinander. Es gibt ja Menschen, die kunstvoll streiten miteinander, aber es läuft immer noch unter der Ebene, wer hat den Daumen oben und wer hat den Daumen unten. Dysfunktionalen Beziehungsepisoden, die verinnerlichen wir. Und wenn wir die oft erlebt haben, dann ist eben diese Beziehungsepisode deutlicher in uns angelegt. Wenn wir viele andere Episoden erlebt haben, dann eben nicht. Und hier ist das Thema von Angst und Ärger, von Angst und Ärger betonter Aggression. Diese Beziehungsepisoden werden als Ganzes verinnerlicht. Das heißt, wir können uns mit dem Kind identifizieren und dann sagen wir eben, ja, da macht mich jemand zum Opfer, da versucht mich jemand zum Opfer zu machen oder wir sind dann schon etwas, wir wissen schon mehr über uns und sagen, ich lasse mich da zum Opfer machen. Also da wäre der Angreifer oder die Angreiferin außen. Das kann auch generalisiert sein. Aber wir haben das auch intrapsychisch. Intrapsychisch, ich nenne nur das Wort Selbstquälerei. Wenn wir uns selber quälen, das ist genau der Moment, wo so eine aggressive Gestalt uns sagt, und das hättest du besser machen sollen, und das hättest du anders machen sollen, und da, und so weiter. Also in der Selbstquälerei ist eigentlich diese Opfer-Aggressor-Thematik. Und die Frage ist natürlich, wollen wir das? Nun ist es so, auch wenn wir identifiziert sind mit dem Opfer, ich hoffe, ich habe es Ihnen am Anfang so ein bisschen klar gemacht, es ist nicht so klar, wenn wir ein Opfer sind, können wir die anderen Menschen zur Weißglut treiben. Wir können so viel von ihnen verlangen, dass sie das Gefühl haben, das Opfer hat ganz viel von mir verlangt. Also wir sind beides. Und das ist auch das Wesen von so einem Komplex. Man ist eben nicht nur das Kind des Komplexes oder der Angreifer, sondern man ist beides.
Ich möchte es mal noch von einer anderen Seite aus anschauen. Es gibt Träume, in denen wir leicht in die Opferrolle kommen. Es gibt einen ganz einfachen Traum, den wahrscheinlich die meisten von Ihnen schon mal geträumt haben. Man ist in irgendeiner Gegend, meistens ist es auch noch Nacht, und plötzlich spüren Sie, dass hinter Ihnen jemand kommt. Und Sie bekommen Angst und Sie haben das Gefühl, wie kann ich mich bloß retten? Und vielleicht drehen Sie sich noch um und dann merken Sie, dahinter kommen ganz wilde Kerle oder dahinten kommt eine ganze Armee von vermummten Menschen und so weiter. Also das wäre die Situation, dass ich, das Traum-Ich, hat Angst und erlebt, dass im Rücken eigentlich sehr viel Aggression ist. In der Jungschen Psychiatrie, sehen Sie, sobald man von Aggression redet, bellt der Hund. In der Jungschen Psychologie gehen wir davon aus, dass alle Personen, denen wir im Traum begegnen, die gehören zu uns selber. Weil der Traum ist ja auch das, was wir in der Nacht ganz selber träumen. Da beeinflusst uns niemand. Und man geht eigentlich davon aus, also da diese Heerscharen, die mich jetzt im Rücken verfolgen und die ich als angriffig, als Angreifer, als Angreiferinnen verstehe, das wären eigentlich meine ärgerlichen Seiten, das wären meine aggressiven Seiten. Und es gibt so ein Bonmot, dass man sagt, was sie verfolgt im Traum, das will zu ihnen. Und das heißt im Grunde genommen, wenn ich Angst habe, dann habe ich zu viel von meinen aggressiven Seiten abgespalten. Das heißt nicht, dass ich, wenn ich sowas träume, dass ich jetzt auch so furchtbar aggressiv bin, aber es ist abgespalten und infolgedessen, das müsste eigentlich zusammenkommen. Also das wäre dieses Angst und Aggression, diese Verklammerung, nicht nur die Angst sehen, sondern auch den Ärger sehen und die ärgerbedingte Aggression. Diese komplexen Episoden haben wir also verinnerlicht. Wir meinen sehr oft, wir sind das Opfer. In der Opferrolle erleben wir uns ja als Opfer der anderen. Wir sind aber gleichzeitig auch Angreifer und Angreiferin. Angreiferinnen, das können wir anderen Menschen gegenüber sein, das können wir aber auch uns selber gegenüber sein in der Selbstquälerei. Wenn wir das nun merken, dass wir in so einer komplexen Episode sind und je nachdem, wenn wir identifiziert sind, mit dem Angreifer eben Lust haben, einmal einen anderen Menschen zu quälen, dann werden wir meistens, wenn wir das sehen, werden wir erschrecken und sagen, das will ich nicht. Also da haben wir eine gewisse Entscheidungsmöglichkeit, will ich da bleiben oder will ich das nicht, will ich diese Verklammerung lösen, will ich so reagieren? Und hier haben wir nun, ich will Ihnen heute Abend einige Wege zeigen, die möglich sind. Etwas ist einfach ganz wichtig, sich noch einmal klarzumachen. Wir sind ganz selten total identifiziert mit der Opferrolle. Wir haben auch ganz viele andere Möglichkeiten im Leben drin. Mir geht es eigentlich nur darum, zu merken, wann bin ich identifiziert mit der Opferrolle, aber auch, wann bin ich, obwohl ich meine, ich bin identifiziert mit der Opferrolle, eigentlich identifiziert auch mit der Rolle vom Aggressor. Wir haben jetzt gesagt, es geht um Angst und Ärger, wenn wir von Emotionen sprechen, also wenn wir nicht mehr einfach von Opfer und Angreifer, sondern dann geht es um Angst und Ärger. Also kann man eigentlich mit diesen beiden Emotionen etwas anfangen. Also die Frage ist, wie gehe ich mit Angst um, wie gehe ich mit Ärger um, damit es eben nicht zu dieser Verklammerung kommt. Angst haben wir dann, wenn wir uns bedroht fühlen, wenn wir das Gefühl haben, wir sind von einer Gefahr ergriffen und wir müssen Abhilfe schaffen. Wir werden das in verschiedener Weise tun. Angst ist auch eine Antizipation auf persönlich bedeutsame Verluste oder Misserfolge, aber auch auf das, was einem wertvoll ist. Also Angst heißt, da ist etwas, was sehr wichtig ist in deinem Leben, ist bedroht und damit
gehen, damit versuchen wir jetzt umzugehen, weil wenn wir Angst haben, dann haben wir eine sehr unangenehme Erregung und wir wissen nicht mehr, was wir tun sollen. Das hat sehr viel mit zu tun mit der Hilflosigkeit, die wir auch in der Opferrolle haben. Wir haben Bedrohungsfantasien, wir haben Befürchtungsfantasien. Also was könnte eigentlich alles geschehen, was könnte alles passieren? Und nun gibt es sehr viele Möglichkeiten, mit der Angst umzugehen. Ich rede von unserer alltäglichen Angst. Wie das Wichtigste ist ein anderer Mensch, dass wir mit einem anderen Menschen darüber sprechen. Nicht, dass der andere Mensch uns die Angst abnimmt, aber sobald wir ein anderer Mensch da ist und wir über die Angst sprechen, ist das sehr viel weniger. Das ist ganz wichtig, auch wenn wir jetzt wieder mal ein bisschen politisch denken, dass wir miteinander sprechen. Dazu gehört aber, dass wir die Angst nicht generalisieren. Die Angst generalisiert sich ganz leicht über Zeit hinweg und über Themen hinweg. Alles macht Angst und vor allem, man ist dann nicht mehr spezifisch. Sondern hat einfach das Gefühl, ich habe so eine Angststimme und das überall ist Angst und so weiter. Wenn wir sprechen wollen miteinander über die Angst, dann müssen wir wirklich darüber sprechen, was macht mir im Moment Angst? Immer auch, wenn wir in der Opferrolle sind, was macht mir im Moment ganz spezifisch Angst? Dann kann man auch darüber sprechen. Ein ganz wichtiger Aspekt des Umgehens mit der Angst geht übrigens über den Körper. Weil wir ja eine sehr unangenehme Spannung haben, ist alles, was mit Entspannung zu tun hat, alles, was uns körperlich Freude macht, aktiv macht, hilft uns, mit der Angst umzugehen. Und dann natürlich der Umgang mit dem Ärger. Angst und Ärger, das ist antagonistisch. Wenn ich den Ärger verdränge, bekomme ich Angst. Also ist die Frage, wie gehe ich mit dem Ärger um? Bevor ich da drauf komme, möchte ich aber noch sagen, und dann geht es noch um etwas ganz anderes, es geht um Ressourcen. Es geht, da habe ich kürzlich auch hier da mal darüber geredet, es geht zum Beispiel um Freude, es geht um Interesse. Wenn wir uns freuen, dann sind wir im Modus des Bekommens. Wir haben das Gefühl, das Leben gibt uns etwas. Wenn wir Angst haben, sind wir im Modus des Bedrohtseins. Und es gibt nie nur den Modus des Bedrohtseins. Es gibt auch andere Modi, die kann man alle mit den Emotionen in Verbindung bringen. Aber es muss ganz klar sein, wir haben immer auch wir haben Ressourcen und Freude, Interesse. Das sind unsere Ressourcen. Das sind Ressourcen, wenn wir uns dem zuwenden können, was interessiert mich wirklich, wo freue ich mich wirklich, und das ist natürlich schon auch wieder eigenes Leben, dann können wir besser mit der Angst umgehen. Es gibt noch viele Möglichkeiten, mit der Angst umzugehen. Einer ist natürlich auch das bessere Selbstwertgefühl, und hier ist es so, dass wenn wir in der Opferrolle sind, wenn wir oft in der Opferrolle sind, haben wir sehr wenig Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit ist aber wichtig für unser Selbstwertgefühl. Also dieses Gefühl zu haben, ich kann in einem gewissen Maß, da wo ich lebe, kann ich etwas bewirken, ich kann auch handeln, ich kann mich verhalten zu Dingen, die geschehen und die mir nicht passen. Das gibt uns das Gefühl, ich komme mit diesem Leben einigermaßen zurecht. Und je mehr wir in die Opferrolle hereinkommen, umso weniger Selbstwirksamkeit, umso weniger Selbstwertgefühl haben wir, umso schlechter können wir dann eben mit Angst und Ärger umgehen. Also Angst, die Angst spüren, das ist sehr wichtig in der Opferrolle, die Angst überhaupt zu spüren, die Angst benennen zu können, spezifisch zu sagen, das macht mir Angst, und dann wird man ja auch reflektieren, wie gefährlich ist es wirklich, was kostet es? Kostet es im schlimmsten Fall, kostet es wirklich das Leben? Wir sind ja zum Glück in einem Erdteil, wo das Leben nicht ganz so riskant ist, also wo man sich sagen kann, meistens, auch wenn wir in der Opferrolle sind, kostet es nicht das Leben, hoffentlich nicht noch nicht das Leben, sondern dass wir wirklich da spezifisch sind und uns fragen, womit hängt es zusammen, und vielleicht eben auch sich fragen, habe ich einen lebensgeschichtlichen Überhang, und das wäre wieder die Verbindung mit diesen Komplexen. Angst, die Angst anzuschauen,
wenn man die Angst anschaut, wird es eh schon etwas weniger. Dann umgehen mit Ärger und ärgerbedingter Aggression. Das ist die andere Seite. Wir ärgern uns, wenn uns jemand in unserer Selbsterhaltung oder in unserer Selbstentfaltung stört. Beim Ärger sind wir im Modus des Kämpfens. Selbsterhaltung, wenn jemand uns beleidigt, wenn jemand uns kränkt, aber auch wenn jemand uns anrempelt, wenn uns jemand etwas wegnimmt, was uns ganz wichtig ist. Also Ärger hat damit zu tun, dass man unsere Grenzen verletzt, dass wir uns für unsere Integrität uns einsetzen müssen. Und indem wir den Ärger ausdrücken, setzen wir auch Grenzen. Wir sagen dem anderen, du so nicht. Und das kann dann ärgerbedingte Aggression sein. Das ist noch nicht Destruktion. Destruktion ist Zerstörung, sondern einfach wichtig, dass man, ich verteidige meine Integrität und sage, so nicht. Wir werden aber auch ärgerlich, wenn wir uns selber entfalten wollen und wir das nicht dürfen. Das sehen Sie vielleicht am besten bei den Zweijährigen, die ja ungeheuer gern ihre Grenzen entfalten, oder? Also denen fällt ja dermaßen viel ein. Und das ist ja auch zum Teil sehr gefährlich und auch sehr wohlmeinende Eltern sagen die ganze Zeit nein, nein, nein. Und dann werden die ja so richtig wütend, oder? Also die können bis zu einem Wutanfall bekommen. Und ich finde, das ist so das Paradigma davon, ich möchte meine Grenzen hinausschieben und ich darf nicht. Das kann dann im Erwachsenenleben so aussehen, dass jemand sagt, ich möchte einfach noch einmal eine zusätzliche Ausbildung machen. Und der Partner oder die Partnerin sagt, um Gottes Willen, wir haben doch eh schon kein Geld und keine Zeit und so weiter und so weiter. Und wenn sie noch lebendig sind, dann werden sie ärgerlich. Nein, Ärger ist eine Kraft, das müssen wir uns klar machen. Ärger ist nur dann sehr ärgerlich, wenn wir den Ärger verdrängen. Und dann kommt er so bitter, dann kommt er so destruktiv. Aber wenn wir den Ärger wirklich wahrnehmen als das, was es ist, ich bin in der Selbsterhaltung, in der Selbstentfaltung gestört, ich muss für mich selber einstehen, entweder in meiner Integrität oder weil ich mich entwickeln will, dann ist das eine große Kraft. Wer sich ärgert, glaubt noch daran, dass man die Welt verändern kann. Es gibt Menschen, die sagen, ich ärgere mich überhaupt nicht mehr. Ich finde das überhaupt nichts Positives, sondern ich finde, da kommt man so langsam in eine Dumpfheit. Und das ist dann auch die Frage, ist das eigentlich noch Leben oder nicht? Wir haben dann eine ärgerbedingte Aggression. Also dieses schon, also du bist dahin und nicht weiter, das ist sehr sinnvoll, damit der Streit aufhören würde. Wir haben dann auch Streit und der Konflikt ist eigentlich so, man will die Grenzverletzung wieder in Ordnung bringen. Ärger und ärgerbedingte Aggression hat damit zu tun, dass wir Menschen, wenn wir in einer Beziehung sind und ärgerbedingte Aggression hat meistens mit Beziehung etwas zu tun, dass wir auf der einen Seite natürlich wir selber sind, unser eigenes Leben, meine Identität, meine Integrität auch, aber wir wollen ja auch zusammen sein. Wir wollen auch ein Wir haben. Wir wollen auch miteinander sein. Und damit das gelingt, zwei Menschen, die für ihre eigene Person auch einstehen wollen, einstehen müssen, aber gleichzeitig auch eine Beziehung haben miteinander, also wirklich ein gemeinsames Wir, die müssen im Grunde genommen immer Nähe und Distanz austarieren und das tun wir mit dem Ärger. Und es wäre natürlich sehr sinnvoll, wenn wir den Ärger dann formulieren, wenn wir ihn noch menschlich formulieren können. Meistens ist es ja so, dass man zunächst einen kleinen Ärger einfach verschluckt. Und das ist gar nicht sinnvoll. Man muss ja nicht gleich sagen, ich ärgere mich jetzt enorm oder... In Deutschland höre ich immer mal wieder das Wort, ich beschwere mich jetzt. Das ist für eine Schweizerin so ein schweres Wort. Ich denke immer über dieses Wort, ich beschwere mich drüber nach. Es müsste ja nicht so sein. Man kann manchmal auch mit Humor sagen, sag mal, wolltest du mir jetzt wirklich über meine Grenze gehen? Oder weißt du besser über mein Leben Bescheid, als ich es jetzt gerade weiß?
Wenn natürlich Härte, wenn dann so ein bisschen etwas Giftiges in die Stimme kommt, dann nützt es auch nichts mehr. Aber es ginge wirklich darum, den Ärger auszudrücken. Es ginge natürlich auch darum, eine Streitkultur zu haben. Und streiten heißt wirklich sich miteinander auseinandersetzen, bis man merkt, was eigentlich das Problem ist. Und dieses Problem müsste man dann in die Verantwortung nehmen. Also nicht streiten, bis einer gewonnen hat, sonst sind wir wieder in der Aggressor-Opfer-Thematik drin. Gestattet man sich den Ärger nicht, dann sind wir ganz schnell in der Angst und in der Hilflosigkeit und die Aggression wird dann projiziert. Also ich bin ängstlich, ich bin hilflos, aber auch ungeheuer lieb und der andere Mensch ist ganz böse. Und die Aggression zum Gestalten, ich habe vorhin gesagt, wer sich ärgert, glaubt noch daran, dass man die Welt verändern kann. Glaubt auch daran, dass man Beziehungen verändern kann. Die ärgerbedingte Aggression zum Gestalten, die hat man dann nicht mehr. Oder man identifiziert sich dann auch gleich mit dem Angreifer oder der Angreiferin und sagt dann, du auch. Oder also das sind dann so zwei, die miteinander sagen, du, ich nicht, aber du auch und so weiter. Auch hier wiederum, unser Selbstwertgefühl entscheidet enorm darüber, ob wir den Ärger auszudrücken wagen oder ob wir bereits das Gefühl haben, wenn ich den Ärger ausdrücke, dann mag mich der andere Mensch und man macht sich schon zum Voraus, zum Opfer. Also man unterwirft sich eigentlich sozusagen projektiv. Umgang mit Ärger und Aggression wäre also wichtig. Ich habe Ihnen jetzt hier nur ganz kleine Anmerkungen gegeben. Vielleicht wäre es auch noch wichtig, dass wir daran denken, dass wir passive Aggressionen haben, häufig gar nicht ausdrücken, dass wir jetzt wütend sind, sondern wir lösen es psychosomatisch, sagen, ich habe Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen, oder wir machen es noch ein bisschen interessanter. Wir verstehen einfach nicht, was der andere Mensch sagt und sagen noch einmal, du, ich verstehe einfach nicht, was du meinst. Das ist auch so ein Thema Aggressor-Opfer, nicht? Ich armes Opfer verstehe gar nicht, was du meinst. Und mit der Zeit wird der andere richtig wütend, weil hier ist eigentlich eine Problematik, die man eben bereden sollte oder auch vergessen. Vergessen ist eine sehr machtvolle passive Aggression. Sie können natürlich die ganze Zeit sagen, ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Oder vertrösten, unter Kollegen ist vertrösten so eine interessante passive Aggression. Ich sage das einfach nur deshalb, weil ich finde, wir haben diesen Ärger und wir haben diese ärgerbedingten Aggressionen und die sind überhaupt nicht schlimm, sondern die gehören zum Leben, wie diese Opfer-Aggressor-Verklammerung zum Leben gehört. Wir sollten nur hinsehen, weil wenn wir hinsehen, dann können wir auch etwas damit machen. Nun kann man sich selber auch ermächtigen, aus der Opferrolle so auszusteigen. Also wir haben jetzt versucht, das ist sehr psychologisch, wir können an unserer Angst arbeiten, wir können an unserem Ärger arbeiten. Vorher merken wir schon, dass wir in dieser Verklammerung drin sind. Wir können uns entscheiden, will ich eigentlich ein Quäler sein, will ich andere Menschen manipulieren oder will ich lieber ein freundlicher Mensch sein. Darüber kann man sich Gedanken machen und jetzt kann man sich auch einfach ermächtigen, aus der Opferrolle auszusteigen. Das ist jetzt ein neuer Weg. Es kommt aber gleich vom Ärger her, wenn Mitmenschen uns dazu bringen, uns so richtig zu ärgern, dann geben wir ihnen eine Macht, die ihnen nicht zusteht. Ich erzähle in diesem Zusammenhang immer eine Erfahrung, die ich einmal gemacht habe. Ich habe mich geärgert
über eine Kollegin und die war im Bett und ich schlafe normalerweise sehr gut, aber ich habe mich wirklich geärgert und habe so im Ärger so richtig gebadet, was man ja an sich nicht muss, oder man kann ja einfach sich ärgern und sich dann sagen, jetzt weiß ich eigentlich, wo das Problem ist, aber ich habe mich geärgert und habe gedacht, was werde ich machen, wir haben ja dann auch Ärgerfantasien, wie werde ich das ihr morgen früh am Telefon, wie mache ich das oder mache ich es nicht per Telefon, stehe ich vor ihrem Haus oder was mache ich und so weiter. Und ich bin natürlich immer wacher geworden und plötzlich denke ich, Herrschaft, noch einmal, und die liegt jetzt im Bett und schläft. Es hat mir dann einmal jemand erzählt, wie mir passiert das mit meinem Mann, und der schnarcht dann daneben und ich ärgere mich so. Also von daher finde ich, das ist eine Macht, die man einem anderen Menschen gibt, dadurch, dass man sich dann so hineindreht, von der man sich einfach fragt, ja, will ich diesem Menschen so eine Macht zugestehen? Und ich finde, in dieser Situation kann man auch einfach es gut sein lassen. Also nicht, die muss sich aber entschuldigen oder, also ja, das muss jetzt aber einiges sein, sondern dass man einfach sagt, ich lasse es jetzt gut sein. Besonders auch dann, wenn man zum Beispiel weiß, man bekommt eine Entschuldigung sowieso nicht. Dass man es gut sein lassen, finde ich, ist so ein Ausdruck, wo ich mich ermächtige. Ich gebe mir die Macht zu sagen, ich lasse mich dadurch nicht mehr in die Opferrolle hineinbringen. Es ist nicht verzeihen, das wäre der Anspruch auf Genugtuung oder Rache aufgeben, es ist auch nicht versöhnen, es ist einfach zu sagen, es reicht jetzt. Ich weiß ja, was es im Grunde genommen gewesen wäre. Gut sein lassen. Kann ich es auch gut sein lassen? Und da merkt man dann übrigens sehr gut, wie gern man auch ein bisschen dominiert. Weil wenn man dann so sagt, ach, ich lasse es jetzt gut sein, und sich man dann sagt, ja, aber. Also der muss noch zu Kreuze kriechen. Oder? Und dann sind wir schon wieder in der Aggressorrolle drin. Nun gibt es auch einen anderen Blick. Wir Menschen, und das ist noch einmal jetzt ein anderer Zugang, wir Menschen haben ja nicht nur das Gefühl, dass wir ohnmächtig werden, dass wir von anderen dominiert werden. Wir haben Wünsche, wir haben Grundbedürfnisse, die wir verwirklichen wollen. Wir sind vital, wir haben Strebungen, wir haben Intentionen, wir haben Interessen. Wir haben Lust im Leben, wir haben Kompetenz, wir haben Sinnerfahrung. Es ist nicht so, dass uns alles widerfährt. Wir haben von uns heraus, wir haben nicht einfach immer nur ein schwieriges Schicksal, sondern wir sind lebendig. Und es ist gefährlich, wenn man immer nur die Verhinderungen im Blickpunkt hat und nicht auch diese vitalen Strebungen, die kraftvollen Wünsche, die ernsthaften Absichten. Also wir erleiden nicht nur etwas, wir haben nicht nur Probleme, sondern wir gestalten auch, wir haben auch Ressourcen. Und da gehört für mich diese existenzielle Zuversicht hin, die wir Menschen haben. Wie das Leben auch ist, existenzielle Zuversicht, ich brauche das nicht anstatt dem Ausdruck Hoffnung, weil ich den Eindruck habe, existenzielle Zuversicht, das ist eine Öffnung auf die Zukunft hin. Also dieses Leben kann trotz allem gelingen. Und ich möchte da doch den Ernst Bloch anführen, Prinzip Hoffnung, wer sagt, Hoffnung sticht die Angst. Hoffnung ist mehr als Angst. Und diese existenzielle Zuversicht, das gehört zu diesen Intentionen, die wir haben, zu den vitalen Strebungen. Ich denke, diese existenzielle Zuversicht, das ist eigentlich eine Begleitemotion des Lebendigseins. Das ist gar nichts, was wir tun müssen, sondern das ist das, wenn wir uns dem überlassen, was uns wirklich wichtig ist. Und da gehört eben das eigene Leben. Welche Gefühle sind mir wichtig? Was ist mir wirklich wichtig? Welche Interessen sind mir wichtig? Dann kommt auch diese existenzielle Zuversicht. Und ihr, Herr Steinmeier, hat einen sehr schönen Satz gesagt letzte Woche. Er hat gesagt,
Wir müssen uns gegen die Verzagtheit auflehnen. Passt gut zu meinem Vortrag, oder? Wenn wir in der Opferrolle sind, dann sind wir verzagt. Wir müssen uns gegen die Verzagtheit auflehnen. Und das wäre für mich, wir sollten vielleicht diese existenzielle Zuversicht nicht wegwerfen. Ja. Wenn wir uns noch einmal überlegen, Abschied von der Opferrolle, wenn wir uns überlegen, was war denn das jetzt alles? Wir können dort selbst wirksam sein, wo wir entweder am Komplex arbeiten oder wo der Komplex nicht ist. Wir können uns aber auch fragen, wo habe ich ein selbstverständliches Vertrauen ins Leben? Wir erzählen immer nur, wo wir kein Vertrauen haben, aber alle von uns haben auch Vertrauen ins Leben hinein. Dann natürlich noch einmal ganz deutlich, wo sind die Freuden? Was sind meine Freuden? Wie sind meine Freuden? Die Freuden sind natürlich auch von daher sehr wichtig, weil die Opferthematik isoliert uns ja. Und Freude bringt uns in Verbindung zu anderen Menschen. Freude ist die Emotion, die uns solidarisch sein lässt mit anderen Menschen und die uns freundlicher macht. Und solange wir mit Angreifer und Opfer identifiziert sind, sind wir in der Regel nicht freundlich, auch uns selber gegenüber nicht. Nun werden Sie vielleicht sagen, ja, aber es gibt soziale Situationen, wo wir einfach ein Opfer sind. Ich bin ein Opfer in gewissen Situationen, weil ich eine Frau bin oder weil ich ein Mann bin, weil ich die falsche Hautfarbe habe. Und da ist ja dann auch die Frage, wie wollen wir es dann machen? Ich denke, da ist es wichtig, dass man das so annimmt, wie es ist. Es ist dann nicht einfach die Opferrolle, sondern es ist für einen Moment auch der Opferstatus. Annehmen, so ist es, aber dann auch sich sagen, es ist schwierig, aber ich kann jetzt in die Opferrolle zurückfallen, kann mich beklagen, ich kann wehleidig werden oder ich kann das, was ich jetzt schon beklage, in ein Entwicklungsziel umformulieren. Also wenn Sie zum Beispiel Opfer von einer schweren Krankheit geworden sind, das können Sie im Moment als ein Opfer ansehen, dann werden Sie sich zu dieser Krankheit verhalten und Sie werden wahrscheinlich Dinge entwickeln in diesem Zusammenhang. Also Klagen in Entwicklungsziele umfunktionieren. Und ich glaube, das würde dann auch für die ganze Thematik auch wieder stimmen. Und jetzt bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Applaus